Wunderschönen guten Tag, ich grüße euch alle, Alex hier, und in diesem Video möchte ich zuerst natürlich nachträglich frohe Weihnachtstage wünschen und natürlich einen mega, mega coolen Silvesterabend und frohes neues Jahr, also alles zusammen. Ich weiß, wir haben da sehr große Herausforderungen jetzt zu meistern. Weil natürlich Ende des Jahres, noch Silvester, noch Weihnachten, Ende des Monats, doppelte Farm geht weg, die Geschwindigkeit fällt. Jetzt sind wir erst mit unseren Hackern fertig. Ja? Also übrigens, das System fliegt wie verrückt. Ja? Wir waren fast 2 Monate flach und jetzt fliegen wir wie ein Vogel. Dann natürlich unsere Branding, Umfärbung des Coins, unser Fork, unser Swapping, Anpassung an CoinMarketCap, Börsen und. Und natürlich Preiskorrektur bei Classic und Preiswachstum bei Ultima, alles zusammen. Ich möchte euch aber die gesamte Strategie erklären und auch, dass jeder versteht, da ist überhaupt kein Grund, sich aufzuregen, sich irgendwie Angst zuzusprechen, irgendwie Horrorszenarien auszusprechen oder irgendwelchen Hater-Kommentaren zuzuhören, die sagen, hey, die gibt es bald nicht mehr, der sterbende Titan, bla bla bla. Ja, die totgesprochenen Längen bekanntlich viel, viel länger. Und wir sind über 6 Jahre auf dem Markt. Wir gehen in unseren 7. Jahr und wir haben bis jetzt alle überlebt. Alle, die uns kritisiert haben, alle, die an uns nicht geglaubt haben, alle, die uns irgendwie verspottet, ausgelacht haben. Wo sind die alle? Die sind alle weg. Wo sind wir? Wir sind da. Stärker denn je. Attraktiver denn je. Okay, ich habe immer noch die gleiche Frisur. Aber trotzdem, und ich bin immer noch der gleiche Alex, aber wir sind einfach Titanen. Wir sind größer und stärker als jeder, der auf diesem Markt in unserer Branche arbeitet. Und ich sage euch, in 10 weiteren Jahren gibt es uns immer noch. Und alle, die uns jetzt irgendwie zu nahe treten werden, so wie auch die letzten Generationen, alle verschwinden samt ihren allen Versprechungen, Plänen, Projekten, bla bla bla, interessiert mich alles nicht. Wir haben unseren Kurs, unsere Vision, unsere Mannschaft, unser Team ist, das sind absolute knallharte Profis. Warum? Ich zeige niemanden meine Leute, weil sonst werden sie mir abgehandelt. Ja? Aber die gehen auch nicht, weil aus Überzeugung, sie sind verliebt einfach in unser Projekt und wissen, sie machen was Großes. Was genau machen wir denn? Ich versuche natürlich auf meine Community zu hören und meine Community hat eigentlich nur einen Wunsch. Die will den POCU, ja, den POCU bei $100.000 sehen. $100.000 Preis. Aber wie soll ich das erreichen, wenn wir jetzt, wenn unsere Community, wenn unsere Community nur einen, nur eins in dem Sinne hat. Und zwar verkaufen, sell. Unsere Community zu 97% verkaufen, 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 verkaufen die letzten 12 Monate. Die gesamte Lebensdauer von PLCU, von unserem Coin. Was macht die Community? Nur die verkauft, 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 was das Zeug hält und zu jedem Preis, egal ob der jetzt 20.000 ist oder 500, nur eine Sache, verkaufen. Aber der Kryptomarkt besteht nicht nur aus Verkaufen, sondern er besteht auch aus Traden, Halten, Hold oder Kaufen, Buy. Man muss verstehen, dass der Kryptomarkt nicht nur aus dem Verkaufen besteht. Du kannst in den Markt nicht nur verkaufen. Du musst auch kaufen, du musst auch halten, du musst auch traden. Du musst zusätzliche Einkommensquellen suchen, um dich in diesem Business weiter zu bewegen. Und das Problem ist hier, wenn die Leute mehr verkaufen und weniger halten, was macht der Preis? Der Preis sinkt.
Der Preis geht nach unten. Warum? Du kannst einfach nicht unendlich in den Markt verkaufen. Schaut mal, was der Elon Musk macht. Der hat jetzt seine Aktien verkauft. Was passiert, um Twitter zu kaufen? Eigentlich ein gutes Geschäft. Was ist passiert mit Tesla? -50% an Aktien, also plus minus. Hat Elon Musk jetzt 200 Milliarden verloren. Warum? Weil er nur verkauft hat. Ja, und das passiert auch mit allen Instrumenten im Markt. Du kannst nicht einfach nur verkaufen, du musst die Balance finden. Okay, wenn aber das Halten größer ist als Verkaufen, was macht der Preis? Der wächst. Wenn die Leute halten, vertrauen, zuversichtlich sind, über die Zukunft nachdenken, wissen, dieser Coin wird mich in 5-10 Jahren immer noch übers Wasser halten und finanziell frei machen, dann halten sie den Coin. Und unsere Community hat eine wunderbare Technologie bekommen. Das ist eine Minting-Maschine, die Coins reproduziert. Und unsere Community ist der Weltmeister geworden im Verkaufen. Vermehren und verkaufen, vermehren und verkaufen, vermehren und verkaufen und das Leben maximal genießen. Aber das ist überall im Leben so, du kannst nicht einfach nur einmal was machen und das ganze Leben davon leben. Geht einfach nicht. Das ist wie mit Brot backen. Ja, Brot, du kannst essen, du kannst deine Nachbarn und die ganze Welt damit ernähren, aber du musst dein Feld zuerst beackern, du musst erstmal die Saat aussehen, du musst erstmal das wachsen lassen, du musst dann auch entsprechend verarbeiten, du musst dann Mehl produzieren, dann musst dann das Brot backen und dann kannst du ihn auch essen und auch vergeben, aber auch nur eine bestimmte Anzahl. Und dann geht es zu Ende und dann musst du es nochmal machen, dann musst du nochmal an das Feld dran. Du musst dann nochmal warten. Und wir haben einfach unseren Coin seit der Geburt, er ist jetzt ein Jahr alt, nur gepeitscht auf Wachstum, auf Verkaufen, wo ist mein Geld? Ja, also da ist ein einjähriges Kind und wir kommen zu ihm und geben ihm immer eine Klatsche und sagen, hey, wieso wächst du so langsam? Wo ist mein Geld? Wieso arbeitest du so langsam? Wo ist meine Kohle? Wann bringst du mir mehr? Das machen wir ja nicht mit unseren Kindern. Ja? Wir sagen ja nicht, ey, wenn du nicht schneller wächst und wenn du mir nicht mehr Geld bringst, ich verkaufe dich ja zu einem Nachbarn. Machen wir ja nicht. Ja? Aber bei dem Coin können wir das tun. Warum denn? Wir haben doch in den Coin unser Vertrauen gesetzt. Wir haben auf den Coin auch unsere Strategie gesetzt. Wir müssen auch an die Strategie nachdenken und glauben. Und hier ganz wichtig, dass wir auch verstehen, der Bitcoin, ja, der Bitcoin hat uns eins gelernt. Der Coin wächst, dann geht er in den Kryptowinter und dann wächst er wieder. Und diese Wachstumphase ist 3 bis 4 Monate. Und Krypto, wo Geld richtig verdient wird. Und Kryptowinter Winter dauert 3 bis 4 Jahre. 3 bis 4 Jahre dauert Kryptowinter. 3-4 Monate cashen die Leute aus und dann müssen sie 3 bis 4 Jahre warten. Ja, 3 bis 4 Jahre warten, bis der Preis wieder da ist und dann können sie weiterverkaufen. Das heißt, diese Leute haben hier entweder 0 oder richtig starken Minus, wenn sie keine Kraft haben zu warten. Warum? Weil sie ihre Coins locker sitzen. Sie können sie immer abstoßen. Sie können Angst bekommen, Panik bekommen und dann einfach sagen, hey, ich will irgendwas retten. Das Ding wird dann irgendwie verabschiedet und dann verkaufen die das einfach.
Aber wie sollen wir das umgehen? Unsere Community ist nicht bereit, 3-4 Jahre zu warten. Niemand ist bereit, sogar die Krypto-Community ist nicht bereit. Die steigen da massiv aus und deswegen 10% der Leute, ja, das ist ungefähr 10% der Leute hier, die sind im Plus und die 90% sind im Minus oder bei Null. 90%, weil sie einfach diese Phase nicht überstehen können. Die sind nicht diszipliniert, die haben keine Disziplin. Die können nicht mal joggen gehen für 3 Jahre oder weiß ich nicht, sich dem Sport zu verschreiben oder keine Ahnung, einer Strategie folgen. Also die meisten von denen haben einfach keine Disziplin. Und auch wenn sie Disziplin haben, die haben die ganze Zeit Angst, weil die Medien sagen, Crash hier, Crash da, FTX tot, Luna, Terra tot, Binance geht kaputt, USDT wird crashen. Und so weiter. Und die Leute haben nur Angst und ja, und es gibt ja einen Witz, was wünschst du dir von 2023? Und der Mann sitzt einfach so und sagt, Erbarmen, please, bitte erbarmen. Ja, also und genau so ist es auch für die nächste Zeit auch geplant. Und glaubt ja nicht, der 23 wird einfach. Das ist der krasseste Jahr. Wir haben da einen Konflikt, was gerade angefangen hat. Das wird noch 1,5 Jahre dauern, bestimmt. Da fließen noch viele Tränen, da fließen noch viele Gelder. Und es wird noch eine sehr große Rezession hervorrufen, auch in Europa, auch weltweit. Schaut mal, was gerade jetzt schon da ist. Natürlich der Kryptowinter für uns sehr relevant. 60% aller Wallets sind immer noch im Plus. Das heißt, wir müssen noch 50% des Marktes kaputtschlagen. Das heißt, der Bitcoin geht von 16 noch gegen 8 bis 6.000. Das ist eine Katastrophe. Dann können wir für 3, 4, 5 oder sogar mehr Jahre mit Krypto abschließen. Und hier haben wir eine wunderbare Strategie. Wir sagen, hey, das muss nicht so sein. Wir nehmen einfach und frieren. Wir frieren, wir sorgen dafür, dass die Leute ihre Coins über dieses Kryptowinter nicht so verkaufen können, wie sie das normalerweise tun würden, wenn sie in Panik sind. Und die haben einfach einen bestimmten Prozentsatz, was sie zu diesem oder irgendwie in diesem Preisbereich verkaufen. Das heißt, nicht hier, hier sind 500. Hier sind 20.000 Dollar Preis. Natürlich Leute, die hier in dem Kryptowinter jetzt stecken, wie unser Klassik jetzt, der ist hier, der Kryptowinter, unser Klassik ist irgendwo hier. Der geht einfach jetzt ein paar Jahre jetzt, ist jetzt dafür auch, der wird jetzt im Kryptowinter so ausgesetzt, dass er jetzt ein paar Jahre dahin liegen muss. Wir müssen ihm ein bisschen auszuruhen, weil wir haben ihn sein ganzes Leben nur gepeitscht und wir haben ihn dazu gebracht, Geld zu bezahlen, Geld zu erarbeiten und so weiter. Classic hat nur gearbeitet, hat sich noch nie ausgeruht. Und jetzt ist er da, um sich auszuruhen, weil die Liquidität ist einfach für diesen Coin nicht ausreichend. Ja, er ist erschöpft und er liegt voll auch im Kryptowinter. Er ist ein Coin, er kann dem sich auch nicht entgegensetzen alleine. Und die Community, die hat kein Erbarmen mit ihm. Die verkaufen wie verrückt, egal zu welchem Preis. Und wenn die eigene Community kein Erbarmen hat, dann kann der Coin nichts dafür. Und wir als Firma und wir als die Unterstützer, wir versuchen natürlich nach oben das alles zu schieben, aber dann kommen die Cleveren von unserer Community und verkaufen und vernichten alle unsere Anfänge und egal wie hoch der Coin fliegt, die crashen dann wieder runter, weil sie die Macht dazu haben, die haben die Coins dazu. Die sind hier im Kryptowinter, sind voller Panik, haben kein Vertrauen, haben ihre privaten irgendwelche Angelegenheiten.
ja, weiß ich nicht, die müssen Kredite abbezahlen, müssen sich Wohnung finanzieren, müssen der Frau das neue Auto unbedingt heute kaufen und so weiter. Und hier haben wir gesagt, hey, das ist ein Bereich, was die Leute verfügen können. Und dieser Bereich ist einfach eingefroren. Und so möchten wir einen konkreten, phänomenal coolen, sehr starken Plan darstellen, wie wir diesen Kryptowinter mit hohem Kopf überwinter werden, wo die Leute ihre Coins nicht verscherbeln sollen, sondern richtig, richtig teuer in den Markt verkaufen. So, wie mache ich denn das? Ganz einfach. Unser Ziel sind ja 100.000 Dollar. Preis. So machen wir, wir haben jetzt unseren POCUC, der gerade 500 Dollar kostet. Und das ist schrecklich. Das ist schrecklich, liebe Community. Was soll das? Warum machen wir unseren eigenen Coin kaputt durch Angst, Gier, Negativität, Verzweiflung, Misstrauen und einfach Faulheit? 97% der Community tut nichts. Und die 3%, die alles dafür tun, werden noch von den 97% so richtig fertig gemacht. Entspannt euch. Lasst die Leute arbeiten. Lasst die Leute einfach das Projekt nach oben bringen, ohne dass die immer schuld sind. Die sind nicht schuld. Ich treffe die Entscheidung. Wir treffen die Entscheidung. Und die Community trifft die meiste Entscheidung, weil es ist die Entscheidung der Community, halten oder verkaufen. Und ja, hier 500 Dollar, es sind 660.000 Coins im Markt. Um den Preis nach oben zu bringen, müssen wir die Coins irgendwie einfrieren oder verbrennen. Was machen wir? Was machen wir? Wie können wir das erreichen? Die Coins sind ja bei den Nutzern, wir haben keinen Zugriff darauf. Wir können die nicht zugreifen, geht nicht. Das ist alles bei den Leuten, die Leute entscheiden selber. Deswegen machen wir einen sogenannten Fork und bieten den Leuten freiwillig, es ist absolut freiwillig. Warum freiwillig? Wir zwingen die Leute nicht. Wir sagen immer, hey, du kannst hier bleiben bei 500 oder du kannst zu PLCU wechseln. Das Ding kostet 20.000 Dollar. Und das ist X40. Ja, derzeit, das ist X40. X40. Ihr werdet garantiert in dem nächsten Jahr keinen einzigen Coin finden, der euch nur ansatzweise die Möglichkeit geben kann, X40 Profit zu machen. So, aber natürlich, wenn wir jetzt zulassen, dass alle diese Leute, und natürlich wir swappen, ja, wir sagen, hey, wir swappen diese Coins in den blauen, ja, die grünen in den blauen, aber nicht komplett alle Coins, weil wenn wir 1:1 swappen, dann werden die gleichen Leute, die hier den Preis kaputt machen, diesen Coins nutzen, um hier wieder von 20.000 uns auf 500 zu bringen. Vielleicht nicht sofort, aber sehr schnell. Deswegen sagen wir, okay, wir teilen das in 5 Jahre. 1, 2, 3, 4, 5. Im ersten Jahr 2%, im zweiten Jahr 5%, im dritten Jahr 10%, 10%, Moment, 10%, dann 20 und dann der Rest. Dann sagen wir, hey, alles, was hier geswappt wird, wird verbrannt. Das heißt, der Klassik, der hier geswappt wird und in das neue POCU rüberfließt, wird automatisch verbrannt. Wir haben in wenigen Tagen mehrere tausend Coins bereits verbrannt. Ich glaube, 3.000 oder irgendwas, 3.000 pro Tag, wenn 10 Tage sind, 30.000
In 100 Tagen haben wir 300 Coins, haben wir 50% verbrannt. In 300, in einem Jahr können wir mindestens 50%, sogar mehr. Wenn das Ding noch weiterfällt, wird noch mehr verbrannt. Wenn Classic weiterfällt, wird noch mehr geswappt. Das ist eigentlich gut so. Wenn der Preis jetzt reduziert wird, dann ist der Druck an die Leute immer größer. Hey, willst du zu 500 verkaufen oder zu 20.000? Und die meisten sagen, warum soll ich jetzt alles verscherben, wofür ich das ganze Jahr gearbeitet habe? Lieber verkaufe ich für 20.000. 500 ist nicht sexy. 20.000 ist mega krass. Das ist mehr als Bitcoin kostet. Gerade. So, und wie können wir das erreichen? Wir sagen, hey, du bekommst ja nur 2%. Und alle Leute sagen, oh, das ist so wenig, das ist so wenig. Aber multipliziert mal 2 mal x40, das sind 80% der Kapitalisierung, der Liquidität des Marktes von Classic. 80%. Und im zweiten Jahr multipliziert mal 5 mal 40. Das sind 200%. Das heißt, in 2 Jahren habt ihr 280% der Liquidität des jetzigen Classic-Marktes in der Tasche, hat immer noch, und ihr habt immer noch 93% eurer Coins in der Wallet. Ihr habt 280% der Liquidität des Classic-Marktes und habt über 90% der Coins noch in der Wallet. Das ist doch die genialste Sparstrategie für die nächsten Jahre. So, und dann müssen wir natürlich weitergehen, weil ich habe gesagt 100.000. Wie wollen wir 100.000 erreichen? Wir swappen PLCU, das auf Litecoin ist, in PLCU, was auf Tron, Terra X, und das ist nicht ein Token, wir werden die Tron-Blockchain nehmen, werden einen eigenen Namen dafür kreieren und werden genauso starten, weil Tron ist auch ein Fork von Ethereum. Ja, es ist nicht die eigene Technologie, die haben nur ein bisschen was verändert, haben das auf, ich glaube, auf Java umgeschrieben und jetzt läuft es quasi als Tron. Eigentlich ist es das Gleiche, was Ethereum vorher war. So, und wir starten diesen Coin mit 100.000 Dollar Preis. Wie können wir das uns leisten? Von 20, das ist wieder x5. Wie kann dieser Coin von 20.000 auf 100.000 aufgesetzt werden? Viele sagen, das ist ja künstlich und so weiter. Das ist nicht künstlich, das ist strategisch. Es gibt bestimmte Tools im Markt, die man nutzen muss. Und die Verknappung war immer so eine Möglichkeit. Was glaubt ihr, warum die Gucci-Tasche so teuer kostet? Oder Louis Vuitton, oder Dior, oder Lamborghini, oder Ferrari, oder Rolls-Royce. Warum? Weil sie so hochqualitativ sind? Nein, weil sie absolut, okay, natürlich sind sie qualitativ, natürlich haben sie einen starken Brand, aber natürlich, das ist auch eine absolute knappe Verknappung. Teilweise hat Dior oder so nur 1, 2, 3 Stück für die Welt kreiert. Deswegen kostet das 10, 20, 50.000, weil es nur Einzelstück ist. Oder eine Uhr von Frank Müller zum Beispiel kostet 500.000 oder von Rolex. Warum? Weil es vielleicht nur 3 Stück davon gibt. Absolute Verknappung. Und genau das machen wir. Und wir sagen, wir setzen auf 20, 20, 20, 20. 20, wieder 5 Jahre und irgendeiner sagt, naja, das sind ja 10 Jahre, wo die Coins eingefroren sind. Total falsch. Ihr habt 10 Jahre, wo absolut ihr die Möglichkeit bekommt, zu 20 oder sogar zu 100.000 die Coins zu verkaufen. Und nochmal, das ist absolut freiwillig. Ihr müsst ja nicht alles machen. Ihr könnt ja 50-50 machen, 80-20. Macht eure Strategie, mit der ihr euch glücklich seid. Und das Coole ist, wie können wir uns das leisten? Ganz einfach, das sind diese 20%, die von diesen 2% gehen. 20% von 2. Und dann 20% von 5. Mal blau. Dann 20% von 10, 20% von 20 und 20% von Rest. Und das ist die Verknappung. Was sind 20% von 2%? 0,04? Das ist der Faktor der Verknappung, wo die Leute einfach zu 100.000 auscashen können. Und wir haben genug Zeit, um alles aufzubauen
Und nochmal, wenn wir 100.000 kosten, und ich bin mir sicher, wir werden nächsten Dezember, wenn wir mit dem vorgestartet haben, 100.000 Marke knacken. Und der Bitcoin wird gerade bei 10 vielleicht liegen oder unten oder tiefer. Und ich träume, dass wir einfach auf dem Slide haben, ein PLCU kostet 10 Bitcoins und dann flippt die ganze Welt aus und unsere Community und werden sowas von mega stolz auf uns sein. Aber nochmal, wir sind ein Jahr auf dem Markt. Was wollt ihr von einem einjährigen Coin denn? Wir sind stärker und cooler als jeder andere. Und wozu ist die Eile? Nochmal, der Bitcoin ist 14 Jahre auf dem Markt und der ist auch von 60.000 auf 16 und droht auf 6 zurückzukommen. Oder Apple hat 20 Jahre gebraucht. Amazon hat auch 20 Jahre gebraucht. Und das ist das, was jeder verstehen muss. Wir sind mega schnell. Wir sind einfach Weltmeister im Sprinten. PLCU hat unglaubliche Ergebnisse gezeigt, aber leider hat uns der Kryptowinter erwischt. Und es sind die Leute, die Schwäche gezeigt haben. Es ist die Community, die sich selbst in den Kopf jedes Mal schießt. Mit falschen Entscheidungen, mit permanenter Eile, mit Gleichgültigkeit, mit Faulheit teilweise, mit Unausgebildetheit und so weiter. Und vergesst nicht, wir haben nicht nur europäische Kunden, wir haben Leute aus Afrika, viele haben nicht mal Schule besucht, viele können nicht mal lesen. Wir haben Leute aus Lateinamerika, wir haben Leute aus Indien und so weiter. Für die 10 Dollar, das ist viel Geld, die bereit sind, alles zu verkaufen, um 10 Dollar hier zu bekommen. Und das alles müssen wir zusammen kombinieren. Deswegen habe ich gesagt, hey, wenn die Leute das nicht freiwillig machen, oder ja, wenn die Leute nicht freiwillig in den Kryptowinter wollen, dann sollen sie freiwillig ins Swapping gehen. Weil wenn sie swappen, ist dieser Kryptowinter total egal. Total egal. Und in dieser Zeit haben wir hier unsere Exchange, hier haben wir unser Crowdfunding, hier haben wir unser Thron, hier haben wir unsere Travel-Plattform, ja, hier haben wir und so weiter. Wir werden eins nach dem anderen noch Projekte starten, werden die ganze Zeit beschäftigt sein, alle werden glücklich sein und das Beste ist, alle werden teuer, richtig teuer verkaufen und den Coin genießen. Und am Ende, wenn Kryptowinter hier vorbei ist, werden sie hier noch über 80% ihrer Assets haben. Und das ist eine super Sparstrategie, weil verscherbeln ist auch eine Möglichkeit. Aber wir sind hier angetreten, damit euch etwas wirklich hinterbleibt. Dass ihr etwas habt, was euch über viele, viele, sogar Jahrzehnte nicht nur über Wasser hält, sondern finanziell frei macht. Und wozu kämpfen wir? Und schaut euch einfach diese Strategie an. Das ist doch genial. Es ist doch brillant. Und ich möchte, und das ist eine sehr starke Strategie und ihr werdet auf dem Markt niemanden finden mit der Strategie. Vielleicht die uns gerade versuchen zu kopieren, aber ich sag's nochmal, es haben schon viele versucht, alle haben gescheitert. Ja, also das ist zwar ein schöner Versuch, aber das wird leider nichts. Okay, und was wollen wir eigentlich hier erreichen? Genau. Habe ich das erklärt? Moment, ich muss mal kurz zurückspulen. Nee, habe ich nicht. Und ganz wichtig, unser Fork. Ja, unser Fork, Moment. Auf Thron. Der gibt uns viele Möglichkeiten. Wir können DeFi machen. Wir können dezentralisierte Apps machen. Exchanges. Wir können hier Security Token, Stable Coins. Wir können hier unseren Hero Coin. Wir können hier unseren PLC, wir haben hier unseren PLCU, und das Coole ist,
Dieser Blockchain hat ja auch einen Muttercoin. Muttercoin. Und dieser Muttercoin wird mit unserem Klassik 1:1 geswappt. Das bedeutet, der Klassik wird jetzt ein bisschen schwächer, klar. Weil die Liquidität in eine andere Richtung fließt. Und das ist okay so. Wir wollen das auch. Wir wollen das ja auch ein bisschen unterstützen. Nochmal, der Coin ist müde. Ihr habt ihn sehr stark unter die Belastung genommen. Der muss sich ein bisschen erholen. Der muss sich ausruhen. Wir müssen, was heißt ausruhen? Wir müssen verbrennen. Wir müssen den Coin verbrennen. Dann ist er ausruhen, dann ist er stark. Weil viele Coins auf dem Markt machen ihn schwach. Wir müssen ihn verbrennen. Wie kann ich die Community denn dazu bringen, dass die ihre Coins verbrennen? Freiwillig? Gar nicht. Ist nicht machbar. Nur mit dem Swapping. Wenn ich der Community sage, ihr bekommt einen besseren Coin, dann swappen die und verbrennen ihn. Und dann verbrennt der Ultima, der Classic wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Und dann ist er klein genug, damit er der Muttercoin werden kann für die ganze für das ganze Kryptosystem, was wir entwickelt haben. Also nochmal, Classic hat sehr große Zukunft. Deswegen, wenn ihr nicht swappt, kein Problem. In einem Jahr ist er wieder da. In der neuen Form als Muttercoin aller Coins. Aber dieses eine Jahr müsst ihr dann einfach warten. Und ich schlage euch vor, nicht zu warten. Ich schlage euch vor, einfach über dieses Kryptowinter an allem mitzumachen, was wir anbieten und hier zu diesem Preis hier zu verkaufen, zu traden, zu halten, zu nutzen, was ihr wollt, weil das wird eine spannende Reise sein. Das Bild sieht jetzt schrecklich aus, aber das ist eine geniale Strategie. Okay, so mit diesen Worten möchte ich, denke ich, X5, sorry. So, sehe ich gerade. Moment, weg damit. X5, sorry. Ja, X5 und dann hat man hier 40 mal 5. Dann 200. Ich garantiere euch, in den nächsten 2 Jahren wird es kein einziger Coin geben, der euch die Möglichkeit, auch nur die Möglichkeit, eine Chance geben kann, X200 zu machen. Planbar und auch mit sofortiger Auszahlfunktion. Deswegen, ich wünsche euch viel Erfolg in dem neuen Jahr. Ich weiß, dass diese Strategie jetzt auch jedem hier plus minus verständlich ist. Ich mache auch Webinare dazu und ich werde jedem das nochmal nahe bringen und erklären. Und ich weiß eins, wir werden in dem nächsten Jahr richtig rocken. Weil unsere Technologie steht, die Strategie steht, wir sind alle on fire. Wir haben im letzten Jahr gesehen, wozu wir fähig sind. Wir waren einfach die Superstars der Branche. Und ich schlage euch vor, diesen Erfolg nochmal zu wiederholen. Und wir müssen einfach 2, 3 Anläufe noch tun, weil wir immer noch nicht bei CoinMarketCap Top 100 sind. Wir sind immer noch nicht auf Top 10 Börsen gelistet. Das heißt, unsere Chancen sind immer noch offen und Binance wartet auf uns auch. Deswegen, ich wünsche euch wunderbaren Silvesterabend. Ich wünsche euch ein Happy New Year und wir werden im nächsten Jahr einfach alles rocken, was auf dem Kryptomarkt so angeboten wird. Und die werden im Kryptowinter stecken. Die werden hier voll im Kryptowinter stecken. Und unsere Leute werden das ultimative Leben leben und genießen und einfach lächeln, während sich die anderen abquellen. Wir werden einfach uns abfeiern. Deswegen lasst uns richtig Gas geben. Verpasst diese Möglichkeit nicht, weil der X ja noch krasser. Ja, das heißt, der X, diese Strategie stärkt auch den X. Das bedeutet, der X macht in diesem Jahr seine Reise mit dem blauen PLCU. Stabil. Ist sehr stabil, sehr knapp, sehr liquide, hohe Nachfrage. Und im zweiten Jahr macht er mit dem Roten unterwegs wieder stabil, knapp, liquide, sehr hohe Nachfrage. Die Leute, die der X-Strategie folgen, werden die 2 Jahre einfach nur jubeln, tanzen und sagen, Yahoo, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil das Jahr wird sehr turbulent. Man braucht solche Tools wie PLCUX, die einfach geknüpft sind, an den Wert und einfach den Leuten diese
ja, Stabilität geben, diese Zuversicht, diese Planbarkeit, was kein anderer auf dem Markt so bieten kann. Und natürlich mega, mega Farming-Aggregat, was jedem noch mega Profite bringen kann. Deswegen, liebe Freunde, liebe Partner, lasst uns richtig Gas geben. Ich wünsche euch wunderbare Feiertage. Und nur eins solltet ihr nicht vergessen, wir sind 6 Jahre auf dem Markt. Wir haben sie alle überlebt. Alle, die uns kritisiert haben, alle, die gesagt haben, wir werden nicht schaffen. Und wir haben bis jetzt immer alles geschafft. Und wir werden in den nächsten Jahren auch alles schaffen, weil wir zusammenhalten, weil wir niemals aufgeben und weil wir immer volles Gas geben. Deswegen lasst uns richtig rocken. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles wird mega cool. Danke.